Er ist Journalist, Filmemacher, Bestsellerautor. Herr Seipel, aus all diesen Begegnungen mit Putin entstand dieses Buch, soeben erschienen. Preisgekrönt, mit exklusivem Zugang. Wir sind gemeinsam verreist. Ich habe ihn bei seinen Reisen begleitet. Da trifft man sich auch nachts. Der Wahrheit verpflichtet. Unabhängig. Haben Sie jemals Honorare, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt, Geld. Direkt vom... Okay, ob direkt geht's oder indirekt? Noch? Darf ich mal eine Antwort geben? Geht's noch? Ja. Nein. Wirklich? Hallo Herr Seipel, wir würden mit Ihnen gerne über erstaunlich hohe Geldflüsse aus Russland sprechen, die wir gern verstehen würden. Bei unseren Recherchen finden wir Geldflüsse an Seipel. Schwarz auf weiß, mit Unterschrift. Es geht um mehrere hunderttausend Euro, die Sie aus Russland für Ihre Putin-Bücher bekommen haben sollen. Schmiergeld für einen deutschen Journalisten. Ich bin vom ZDF, der Redaktion Frontal. Herr Seipel, wollen Sie nicht zwei Fragen beantworten? Frontal. Cyprus Confidential. Part 1. Hubert Seipel. Zypern. Berühmt-berüchtigt für dubiose Finanzgeschäfte. Besonders beliebt bei russischen Oligarchen. Sie fühlten sich hier sicher. Uns werden vertrauliche Unterlagen zugespielt. Von zyprischen Service-Dienstleistern. Wir erhalten Einblick in eine Schattenwelt, in der die Superreichen lieber im Verborgenen agieren. In der Datenmenge stoßen wir auch auf einen deutschen Journalisten. Hubert Seipel. Er ist nicht irgendein Journalist. Er gilt bis heute als Experte für Russland und den russischen Präsidenten. Für eine ARD-Dokumentation gewährte ihm Putin exklusiven Zugang. Das war 2012. Putin und Seipel immer ganz nah. Seipel zeigt einen Putin, der sich unermüdlich um sein großes Land kümmert. Er muss regieren zum Wohl des Landes. Ein Mann, ein Auftrag. Zum Beispiel diese Fabrik retten, die vor der Schließung stand. Dann kam Putin. Der nahm sich der Sache ganz persönlich an. Seipel präsentiert Putin als Helden. Das Gefühl, die richtigen Entscheidungen für das Land zu treffen, verleiht Kraft. Es hat mich bis heute nicht verlassen. Mit der Doku erreicht Seipel ein Millionenpublikum und wird für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Er ist häufig Gast in Talkshow-Runden. Hubert Seipel. Der ARD-Autor kommt Wladimir Putin regelmäßig so nah wie kein anderer deutscher Journalist. Guten Abend, Herr Seipel. Grüß dich. Dann greift Putin die Ukraine an. Völkerrechtswidrig. Es folgen Kriegsverbrechen. Und Seipel. Ein Jahr nach Kriegsbeginn, Ende Februar 2023, gibt er diesem YouTube-Kanal ein Interview. Sie haben ihn ja seit Kriegsbeginn auch schon getroffen. Hat der Krieg Ihr Verhältnis zu ihm irgendwie verändert? Nein, weil wir sind ja nicht gemeinsam in Urlaub gefahren. Also ich war nur überrascht. Und natürlich hat er versucht, in der Art und Weise das zu erklären, warum er das macht oder sowas. Aber wieso soll das Verhältnis geändert haben? Seipel und seine Nähe zu Putin. Der Blick in die zyprischen Geheimdokumente bringt Erstaunliches ans Licht. Dort finden wir einen Deed of Sponsorship. Eine Art Sponsorenvertrag zwischen Hubert Seipel und einer Briefkastenfirma namens De Vere Worldwide Corporation, dem Sponsor. In dem Sponsorenvertrag von 2018 steht, Zitat, der Autor, also Seipel, schreibt ein Buch über das politische Umfeld in der Russischen Föderation. Dabei will der Sponsor helfen. Mit logistischer Unterstützung und mit Geld. In den Unterlagen finden wir einen handschriftlichen Vermerk zu Hubert Seipel. Schon 2013 gab es offenbar einen ähnlichen Sponsorenvertrag für Seipels Putin-Biografie. Gemeint ist dieses Buch, Putin. Übersetzt auch ins Russische. Seipel signierte es 2016 in Moskau,
auf dem Roten Platz. Und Seipel schreibt später ein weiteres Buch, dieses Mal über Putins Macht. Für dieses Buch über Putin floss Geld. Die Offshore-Briefkastenfirma De Vere Worldwide vermerkt einen Zahlungsauftrag auf Grundlage des Sponsorenvertrags an Hubert Seipel, eine erste Überweisung von 200.000 Euro. Und im April 2019 folgten weitere 400.000 Euro. Viel Geld. Wofür? Wir rufen Seipel einfach mal an. Hallo Herr Seipel, grüß Sie. Hier spricht Bastian Obermeier und neben mir sitzt mein Kollege Frederik Obermeier. Grüß Sie, Herr Seipel. Wir recherchieren für Papertrail Media, für den Spiegel und für das ZDF und wir würden mit Ihnen gerne über erstaunlich hohe Geldflüsse aus Russland sprechen, die wir gern verstehen würden. Die Stimme von Hubert Seipel dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht aufzeichnen. Doch wir schreiben mit. Seipel bezeichnet den Vorwurf als Schwachsinn, versucht den Verdacht ins Lächerliche zu ziehen. Nee, es geht um Sie. Es geht um mehrere hunderttausend Euro, die Sie aus Russland für Ihre Putin-Bücher bekommen haben sollen. Sie können natürlich einen Rechtsanwalt dazu ziehen. Wenn Sie aber noch dranbleiben, würden wir gerne reden mit Ihnen. Hubert Seipel will aber nicht. Jetzt weg. Aufgelegt. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück, denn das ist ziemlicher Schwachsinn. Also schicken wir Hubert Seipel unsere Fragen per E-Mail. Ob er wirklich Geld bekommen hat, wie viel, von wem und wofür. Seipel hatte das stets bestritten. Der Journalist und Dokumentarfilmer Hubert Seipel ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute. Zu Gast bei Moderator Wolfgang Heim. Der unterhält sich ausführlich mit Seipel. Dann die entscheidende Frage. Haben Sie jemals Honorare, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt, Geld. Direkt vom... Ob direkt geht's oder noch? Indirekt? Darf ich mal eine Antwort geben? Geht's noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Also nein. Was die Frage hat, springt ja mit. Ist er bezahlt? Ja. Nein. Seipel sagt, nein, kein Geld aus Russland. Wolfgang Heim hatte Seipel die entscheidende Frage gestellt. Wir zeigen dem Moderator Seipels Sponsorenvertrag. Hat er mich angelogen? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Damals war ich mir relativ sicher, dass er mich nicht angelogen hat, weil wer mit so einer Emotion sagt, geht's noch? Nein, natürlich nicht. Und dann kommt raus, immer unter der Voraussetzung, dass es so ist, wie Sie sagen, dann kommt raus, der hat viele hunderttausend Euro bekommen, dann ruiniert das journalistisch seinen Ruf. Also ich wüsste nicht, wie man das anders beurteilen könnte. Hunderttausende Euro, ganz ohne Einflussnahme? Da wollen wir noch einmal nachfragen und konfrontieren ihn in Hamburg. Guten Tag, Herr Seipel. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin vom ZDF, der Redaktion Frontal. Können Sie bestätigen, dass Sie aus Russland... Termin mit mir. Mach dich überpacken, meine ich. Ich soll einen Termin mit Ihnen machen. Ja. Wann können wir denn reden, Herr Seipel? Herr Seipel will nicht mit uns reden. Unsere schriftliche Bitte um ein Interview lehnt er später ab. Unsere Methoden seien unseriös. Immerhin, er reagiert schriftlich. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Geld für Filme oder Fernsehinterviews von Dritten bekommen. Geld also nicht für seine Fernsehdokumentation über Putin, wohl aber für sein Buch Putins Macht, das danach erschien. Da räumt Seipel Zahlungen und Sponsorenvertrag ein, der aber lege fest. Der Autor hat keine Verpflichtungen gegenüber dem Sponsor in Bezug auf das Projekt, weder in Bezug auf den Inhalt oder die Zusammensetzung des Buches noch in anderer Hinsicht oder dessen Fertigstellung. Alles also nur halb so schlimm. Ich wüsste nicht, dass das russische System nun sehr altruistisch unterwegs ist und den Leuten, die man sympathisch findet, so viel Geld gibt und keine Gegenleistung erwartet. Das wäre neu für mich, aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren. Hubert Seipel bekam das Sponsorengeld aus Russland für sein Buch Putins Macht. Erschien 2021 beim renommierten Verlag Hoffmann und Campe. Der hat nach eigenen Angaben nichts von dem Geld gewusst und teilt mit, Zitat, sollten sich die erhobenen Vorwürfe bewahrheiten, behalten wir uns weitere Schritte im Zusammenhang mit den genannten Büchern von Hubert Seipel vor. Seipels Film Ich, Putin, ein Porträt, wurde betreut vom Norddeutschen Rundfunk
Auch dort heißt es: Der NDR wird zunächst den Sachverhalt prüfen und sorgfältig aufklären. Hubert Seipel hat auch fürs ZDF gearbeitet. Zuletzt 2008. Zurück in Nikosia, der Hauptstadt Zyperns. Hier wurde der Sponsorenvertrag mit dem deutschen Journalisten abgewickelt. Wir suchen nach Antworten in dem riesigen Datensatz aus Zypern mit seinen Millionen Dokumenten. Schließlich können wir die komplizierte Konstruktion nachvollziehen. Den Sponsorenvertrag schloss De Vere Worldwide ab. Eine Briefkastenfirma, verwaltet auf Zypern, registriert auf der anderen Seite des Planeten, auf den britischen Jungferninseln. De Vere Worldwide wiederum gehört einer anderen Briefkastenfirma dort, der Fossil Star Holding. Die wird kontrolliert von Igor W., einem Vertrauten und Geschäftspartner von Alexei Mordaschow. Wer aber ist das? Der 58-jährige Oligarch baute sein Vermögen nach dem Kollaps der Sowjetunion auf und wurde zum Multimilliardär. Mordaschow war vom Krieg bis April 22 der Reichsrusse. Dann ist er ein bisschen abgestürzt und inzwischen ist er wieder auf Nummer 5. Geht ihm ganz gut, ja. Mordaschow gilt als einflussreicher russischer Oligarch und Kremlnah. Er steht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Aber Zypern bietet Schlupflöcher. Hubert Seipel selbst erklärt auf Nachfrage zu Mordaschow, Zitat: Alexei Mordaschow ist in der Tat ein Mann mit Einfluss und Kenntnis in Russland. Jemand, von dem und durch den man etliches lernen kann, falls man an Recherche interessiert ist. Dieser Mann mit Einfluss gebietet über ein ganzes Firmengeflecht. Von Russland über Zypern bis zu den Jungferninseln. Über De Vere Worldwide wurde das Geld an Hubert Seipel angewiesen. Es waren 200.000 Euro im April 2018 und im April 2019 folgten weitere 400.000 Euro. Insgesamt 600.000 Euro für Hubert Seipel. Mordaschow selbst schweigt zu den Zahlungen an Seipel. Und Hubert Seipel? Warum hat er die Zahlung aus Putins Umfeld vor der Öffentlichkeit versteckt? Wofür hat er so viel Geld bekommen? Und hat sich die Nähe zu Putin gelohnt? Seipel wird noch viele Fragen beantworten müssen. Durch das Zypern-Leak hatten wir gemeinsam mit Paper Trail Media, der Spiegel, ORF, The Guardian, The Washington Post und anderen Partnern Einblick in weitere dubiose Geschäftsmodelle. In einem Fall geht es um verdeckte Millionenzahlungen im Sport, einen Milliardär und einen weltbekannten Fußballclub. Abonniere uns, um Cyprus Confidential Part 2 nicht zu verpassen. Mach einen Abstecher in die ZDF-Mediathek für mehr Informationen über das Zypern-Leak.